Es ist der 6. Juni 1944. Alliierte Infanterie- und Panzerdivisionen landen an der Küste der Normandie in Frankreich. Diese größte Seeinvasion der Geschichte ist der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und wird der Anfang vom Ende des Krieges in Europa. Im folgenden Juli 1944 befreien die sowjetischen Streitkräfte Majdanek, das erste große Nazi-Konzentrationslager im besetzten Polen. Erst nach der Befreiung der Konzentrationslager wird das ganze Ausmaß des nationalsozialistischen Grauens für die Welt sichtbar. Aufgrund der hohen Anforderungen der Zwangsarbeit und der Mangelernährung überlebt nur ein kleiner Prozentsatz der Insassen der Konzentrationslager. Nach Monaten und Jahren der Misshandlung und Folter ähneln sie eher Skeletten und viele sind so geschwächt, dass sie sich kaum mehr bewegen können. Eine der berüchtigsten Verbrecherinnen des Nazi-Regimes, die für diese Gräueltaten verantwortlich war, ist Hermine Braunsteiner. Hermine Braunsteiner wurde am 16. Juli 1919 im österreichischen Wien als jüngste von 7 Kindern geboren. Hermines Vater Friedrich war ein Metzger und ihre Mutter Maria verdiente ihr Geld als Wäscherin. Ihr Elternhaus war unpolitisch und war durch gute innerfamiliäre Beziehungen und eine streng katholische Erziehung geprägt. Ab 1925 besuchte Braunsteiner erst die Volksschule und dann die weiterführende Schule. Hermine war eine gute Schülerin und wollte etwas erreichen. Sie träumte davon, als Krankenschwester arbeiten zu können. Doch sie musste diesen Traum aus finanziellen Gründen aufgeben. Stattdessen musste Hermine im Haushalt helfen und nachdem ihr Vater an Krebs starb und ihre Mutter keine Rente mehr bekam, war sie die einzige Ernährerin der Familie. Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, ging Braunsteiner zu ihrer Schwester in die Niederlande, wo sie eine Anstellung finden wollte. Doch sie bekam keine Arbeitserlaubnis und ging schon nach 3 Monaten zurück nach Wien. Als Adolf Hitler im Frühling 1938 Österreich als Bundesland ins Deutsche Reich einverleibte, war Hermine Braunsteiner in England und arbeitete als Haushälterin im Haus eines amerikanischen Ingenieurs. Der Anschluss, wie die Annexion Österreichs genannt wurde, fand während 3 Tagen vom 11. bis 13. März 1938 statt. Viele Österreicher unterstützten diesen Anschluss, unter ihnen viele österreichische Nazis, die den Vorgang als politische, soziale und kulturelle Wiedervereinigung mit dem Bruderland Deutschland sahen. Tausende waren gekommen, um Hitler, den in sein Heimatland zurückkehrenden Sohn, zu begrüßen. Für die etwa 200.000 Juden, die damals in Österreich lebten, bedeutete dieses Ereignis eine harte Zäsur. Beginnend am 11. März und in den darauffolgenden Wochen kam es im ganzen Land zu pogromartigen Ausschreitungen. Österreichische Nazis schlugen, attackierten und demütigten die Juden. Sie zwangen sie, die Straßen zu schrubben, öffentliche Toiletten zu putzen und demütigende Übungen durchzuführen. Viele entschieden, Österreich zu verlassen und es bildeten sich Schlangen an den Konsulaten Wiens. Als Hitler zurück nach Berlin kam, wurde er als Held begrüßt. Der sogenannte Anschluss wurde als der erste Akt der territorialen Aggression und Expansion von Nazi-Deutschland gesehen. Obwohl die führenden Politiker des Westens den Anschluss als eine Invasion betrachteten, unternahm keine einzige Regierung etwas, um Hitler zu stoppen, der sich frei fühlte, den nächsten Schritt in seinem Plan, ganz Europa zu erobern, zu tun. Als Braunsteiner im Mai 1938 nach Wien zurückkehrte, wurde sie deutsche Staatsbürgerin. Für ein kleines Gehalt begann sie in der Brauerei zu arbeiten, in der sie schon eine kurze Zeit gearbeitet hatte, bevor sie nach England ging. Weil sie keine Ausbildung als Krankenschwester bekam, meldete sich Hermine beim Wiener Arbeitsamt und wurde einer Rüstungsfabrik in Grünberg bei Berlin zugeteilt, wo sie im August 1938 mit der Produktion von Kugeln begann. Von den 16 Reichsmark, die sie wöchentlich verdiente, zahlte sie 5 Mark Miete und gab den Rest aus, um eine Fahrkarte zur Arbeit zu bezahlen und ihre Mutter zu unterstützen, die in Wien lebte. Braunsteiner arbeitete dort bis August 1939, bis sie im Alter von 19 Jahren sich für eine Stellung als Aufseherin im Konzentrationslager Ravensbrück bewarb. Der Hauptgrund für ihre Bewerbung war das Gehalt. Sie verdiente dort 60 Mark pro Woche. Ravensbrück, das im Mai 1939 eröffnet wurde, war das einzige größere Frauenlager, das von den Nazis errichtet wurde. Insgesamt durchliefen ca. 132.000 Frauen aus ganz Europa das Lager, darunter Polinnen, Russinnen, Jüdinnen, Sintize, Romnia und andere. Davon kamen über 92.000 Frauen ums Leben.
Das Lagerpersonal von Ravensbrück waren sowohl SS-Männer, die als Wachen und Verwalter tätig waren, als auch Frauen, die als Aufseherinnen dienten. Diese Aufseherinnen waren entweder Freiwillige der SS oder Frauen, die die Anstellung für die gute Bezahlung und die Arbeitsbedingungen angenommen hatten. In Ravensbrück befand sich auch ein Ausbildungslager für SS-Aufseherinnen, die ausgebildet wurden, wie man mit den Häftlingen umgehen sollte, die sie beaufsichtigen sollten. Die Gefangenen sollten sich zu Tode arbeiten und die Aufgabe der Aufseherinnen, wie Maria Mandl, bestand darin, so viel Arbeit wie möglich aus ihnen herauszuholen, solange sie noch lebten. Um die 3500 Frauen wurden in Ravensbrück ausgebildet und arbeiteten schließlich dort oder in anderen Konzentrationslagern. Durch ihre Eifrigkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stieg Hermine Braunsteiner schnell in der Wärterinnenhierarchie auf. Ab Anfang 1941 übernahm sie die Verwaltung der sogenannten Kleiderkammer. Im April 1942 wurde Maria Mandl zur Oberaufseherin in Ravensbrück befördert. Mandl beaufsichtigte die täglichen Appelle und Bestrafungen, wie Schläge und Auspeitschungen, und sie wählte Frauen für die Menschenexperimente aus. Zu ihren Pflichten gehörte es auch, die Erfüllung der Arbeitsaufträge von Aufseherinnen zu kontrollieren. Eine von ihnen war Hermine Braunsteiner. Eine Meinungsverschiedenheit mit Mandl führte dazu, dass Braunsteiner ihre Versetzung beantragte. Im Oktober 1942 wurde sie in das Konzentrationslager Majdanek im von den Nazis besetzten Polen versetzt. Während der gesamten Zeit seines Bestehens befand sich das Konzentrationslager Majdanek im Aufbau. Zwischen dem 29. April 1942 und dem 3. November 1943 waren jüdische Häftlinge die große Mehrheit der in Majdanek registrierten Gefangenen. In Majdanek gab es auch ein Lager für Kleidung und persönliche Gegenstände, die den Juden vor ihrem Tod in den Vernichtungslagern Bełżec, Sobibor und Treblinka II gestohlen wurden. Hermine arbeitete in einem solchen Lager und sie beaufsichtigte Gefangene, die die Kleidung sortierten und reparierten. Ab Anfang Januar 1943 blieb sie im Frauenlager Majdanek, wo polnische Häftlinge untergebracht wurden. Im Winter 1941 auf 1942 begannen die Zuständigen des Lagers Zyklon B zu verwenden, um die Häftlinge, die zu schwach zum Arbeiten waren, in einer provisorischen Gaskammer zu ermorden. Die Massenmordaktionen mit Giftgas begannen in Majdanek im Oktober 1942 und wurden bis Ende 1943 durchgeführt. Es scheint in Majdanek drei Gaskammern gegeben zu haben, mindestens zwei waren Duschräume, die für den Einsatz von Zyklon B umgebaut wurden. Mindestens eine davon wurde verwendet, um Menschen zu töten. Die SS tötete Zehntausende Juden in Majdanek. Die meisten von ihnen kamen als Zwangsarbeiter in das Lager und starben entweder durch die unmenschlichen Lebensbedingungen oder wurden in den Gaskammern ermordet, nachdem die Deutschen entschieden hatten, dass sie nicht mehr arbeitsfähig seien. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und den häufigen Versammlungen vertrat Braunsteiner häufig die Hauptaufseherin Elsa Ehrich. Und sie war nicht nur an der Auswahl der Frauen und Kinder für die Gaskammern beteiligt, sondern sie war auch fast immer anwesend, wenn die Ermordungen durch Gas stattfanden. In den Gaskammern von Majdanek wurden auch Gefangene aus anderen Lagern in Lublin ermordet, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Manche jüdische Opfer wurden direkt bei der Ankunft vergast. Viele wurden jedoch auch bei Erschießungen getötet und viele starben an Krankheiten, Hunger, Ermüdung und Überarbeitung. Obwohl es in erster Linie als riesiges Zwangsarbeiterlager für polnische Juden diente, wurde es auch als Straflager für tatsächliche und vermeintliche Mitglieder des polnischen Untergrundwiderstands im von Deutschland besetzten Polen genutzt, sowie für Polen, die verdächtigt wurden, gegen die strengen Vorschriften der deutschen Besatzungsbehörden verstoßen zu haben. Neben Juden waren Polen die größte Gruppe im Konzentrationslager Majdanek. Andere Gefangene waren Deutsche, Österreicher, Tschechen, Ukrainer, sowjetische Kriegsgefangene und sowjetische Zivilisten und noch einige andere. In Majdanek zeigte Braunsteiner ihre Überlegenheit gegenüber den anderen Gefangenen, indem sie sie brutal und unmenschlich behandelte. Sie nutzte jede Gelegenheit, die Frauen zu quälen und zu demütigen. Sie war berüchtigt für ihre Wutausbrüche und Tobsuchtsanfälle und die inhaftierten Frauen im Lager beschrieben sie als unmenschlich, grausam, brutal, sadistisch und beängstigend. Sie schlug sie nicht nur, sondern tötete sie auch, indem sie mit ihren Stahlkappenstiefeln auf sie eintrat, was ihr den Spitznamen die stampfende Stute einbrachte. Ein weiteres von Braunsteiners Spezialgebieten in Majdanek war das Auspeitschen.
Sie peitschte einige Frauen, darunter Schwangere, zu Tode. Sie war besonders für ihre grausame Behandlung von Kindern bekannt, die sie als nutzlose Esser betrachtete. Sie peitschte Kinder aus und wurde öfter gesehen, wie sie Kinder an den Haaren packte und sie auf Lastwagen warf, die sie in die Gaskammern brachten. Sie zog sie so brutal an den Haaren, dass ganze Büschel an ihren Händen kleben blieben. Sie bestrafte die Kinder mit Schlägen und Peitschenhieben, auch wenn sie zum Essenstrog eilten oder wenn sie Häftlingsnummern nicht richtig auf die Uniformen nähten. Einmal wurde ein Kind von seinem Vater bei der Ankunft im Lager in einem Rucksack versteckt. Aber als das Kind sich bewegte, bemerkte es Braunsteiner und sie schlug den Mann so hart, dass das Kind im Rucksack aufschrie. Sie tötete das Kind noch an Ort und Stelle. Im Lager wurde Braunsteiner oft von einem deutschen Schäferhund begleitet, den sie dazu benutzte, die Häftlinge zu beißen. Einmal erzählte Braunsteiner den Gefangenen, dass sie ihre Kinder weggeben sollten, weil die Kinder in ein Sommerlager gehen, wo sie zweimal am Tag Milch bekommen. Weil die Mütter aber wussten, was passieren würde, wollten sie ihre Kinder nicht abgeben. Braunsteiner schlug eine von ihnen mit Kindern so heftig, dass die Frau hinfiel. Die Frau und ihr Kind starben noch dort. Nach der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto, der am 19. April 1943 begann, wurde ein Großteil der überlebenden Juden ins Konzentrationslager Majdanek deportiert. SS-Aufseherinnen, darunter Braunsteiner und andere SS-Männer, hielten die Kinder von der Flucht ab, schlugen sie, peitschten sie aus und nahmen sie wieder gefangen. Für ihre Arbeit erhielt sie 1943 das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Im Frühling 1944 evakuierte die SS die meisten Gefangenen in weiter westlich gelegene Konzentrationslager. Als die sowjetischen Streitkräfte sich Ende Juli 1944 Lublin näherten, verließ das verbliebene Lagerpersonal Majdanek überstürzt. Doch als sie eilig aus dem Lager flohen, versäumten sie die meisten Gefangenenbaracken und die Gaskammern zu zerstören. Als die sowjetische Armee das Lager am 24. Juli 1944 befreite, war es weitgehend intakt und nur einige hunderte jüdische Häftlinge waren noch am Leben. Sowjetische Verantwortliche luden Journalisten ein, um das Lager zu besichtigen und sich ein Bild von den begangenen Gräueltaten zu machen, die dort stattgefunden hatten. Während das Konzentrationslager Majdanek zwischen Oktober 1941 und Juli 1944 in Betrieb war, kamen zwischen 80.000 und 120.000 Menschen dort um. Als die Sowjetarmee Majdanek befreite, war Hermine Braunsteiner schon in Genthin, einem Nebenlager von Ravensbrück, das außerhalb Berlins lag. Sie war die Hauptaufseherin über 14 SS-Frauen und die Leiterin des Nebenlagers Genthin. Braunsteiner arbeitete dort bis Mai 1945. Nach der Kapitulation des Lagers am 7. Mai 1945 floh sie vor den sowjetischen Truppen in die westlichen Besatzungszonen. Nach dem Krieg sagten Überlebende aus, dass sie viele Häftlinge in Genthin mit einer Pferdepeitsche schlug, die sie bei sich trug. Mindestens zwei Frauen kamen dabei ums Leben. Nach dem Krieg arbeitete Braunsteiner für 3 Monate auf einem Bauernhof in Bayern und im Oktober 1945 kehrte sie zurück zu ihrer Mutter nach Wien, wo sie bis Januar 1946 als Haushälterin arbeitete. Am 6. Januar 1946 verhaftete die österreichische Polizei Braunsteiner und überstellte sie an die britischen Militärbesatzungsbehörden. Sie wurde in verschiedenen Internierungslagern inhaftiert und am 18. April 1947 entlassen. Sie wurde jedoch am 7. April 1948 von den österreichischen Behörden wegen ihrer Tätigkeit als Lageraufseherin in Ravensbrück erneut verhaftet. Am 22. November wurde Braunsteiner wegen Misshandlung von Häftlingen und Verletzung der Menschlichkeit und Würde in Ravensbrück verurteilt, von ihren Verbrechen in Majdanek jedoch mangels Zeugen freigesprochen. Braunsteiner wurde zu einer Haftstrafe von nur 3 Jahren verurteilt und ihr Vermögen wurde beschlagnahmt. Da die Haft in den Internierungslagern angerechnet wurde, wurde sie im April 1950 wieder entlassen. Danach arbeitete sie in verschiedenen einfachen Arbeitsstellen, bis sie Mitte der 1950er Jahre Russell Ryan kennenlernte, mit dem sie 1958 nach Kanada auswanderte. Sie heirateten und sie nahm den Nachnamen ihres Mannes an, Ryan. Sie zogen in die USA und lebten in New York, wo Russell als Feinmechaniker arbeitete und Hermine in einer Jeansfabrik. Sie erzählte weder ihrem Ehemann noch den amerikanischen Behörden von ihrer Arbeit in den Konzentrationslagern.
Im Januar 1953 erhielt Hermine Ryan-Braunsteiner die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und verlor gleichzeitig die österreichische. Ein Jahr später wurde sie jedoch von Simon Wiesenthal, einem österreichisch-jüdischen Holocaust-Überlebenden und Nazi-Jäger, ausfindig gemacht. Die erste Pressemitteilung über Hermine als Aufseherin von Ravensbrück und Majdanek erschien. Da sie diese Informationen in ihrem Antrag auf die US-amerikanische Staatsbürgerschaft ausgelassen hatte, leiteten die United States Citizenship and Immigration Services ein Verfahren ein, um ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Im September 1971 gab sie ihre Staatsbürgerschaft schließlich auf. Als sie 1973 verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert wurde, sagte Hermines Ehemann Russell Ryan einem Reporter: „Es gibt auf dieser Erde keinen anständigeren Menschen als meine Frau. Sie könnte keiner Fliege etwas zuleide tun." Hermine Braunsteiner Ryan wurde im dritten Majdanek-Prozess angeklagt, der von November 1975 bis Juni 1981 andauerte. Während dieses Prozesses erlitt sie zwei Nervenzusammenbrüche und es wurde sogar berichtet, dass sie während der Verhöre Kreuzworträtsel löste. Während ihrer Aussage schlug sie ihre Hände gegen den Tisch und schrie eine der Zeuginnen an: „Diese Frau sollte die Wahrheit sagen. Ich habe keinen Jungen erschossen." Während einer Pause beleidigte sie einen weiteren Zeugen, indem sie sagte: „Du Lügner, du solltest die Wahrheit sagen." Braunsteiner versuchte, ihre Rolle in den Lagern herunterzuspielen und berief sich darauf, dass sie nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschinerie eines mächtigen staatlichen Verbrechersystems gewesen sei. Während des Prozesses schrieb sie einem Freund ironisch: „Mein lieber Freund, ich kann mich für all das nur bei den Juden und dem deutschen Staat bedanken, die es für notwendig hielten, mich nach 34 Jahren zu verfolgen und meine Auslieferung zu beantragen, damit ich ein weiteres Mal verurteilt werden kann für alles, was ich einmal im Namen des deutschen Staates befahl und ausführte." Braunsteiner sagte, sie habe nie etwas Schlimmeres getan, als ein paar Gefangene in Ravensbrück zu ohrfeigen, und auf die Frage, ob sie während ihrer Zeit im Lager irgendetwas getan habe, wofür sie sich schämte, sagte Hermine Braunsteiner, die stampfende Stute von Majdanek, einfach nur nein. Sie wurde in 3 von 9 Anklagepunkten verurteilt. Wegen Mordes an 80 Menschen, der Beihilfe zum Mord an 102 Kindern und wegen Beihilfe zum Mord in 1000 Fällen. Am 30. Juni 1981 verurteilte das Gericht Hermine Braunsteiner zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Sie wurde jedoch wegen Komplikationen aufgrund ihrer Diabetes, darunter einer Beinamputation, 1996 freigelassen. Nachdem sie das Gefängnis verlassen hatte, lebte sie mit ihrem Ehemann Russell in einer Wohnung in Linden, einem Stadtteil von Bochum. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie in einem Rollstuhl und litt unter Diabetes und Arthritis. Sie war 79 Jahre alt, als sie am 19. April 1999 starb. Für Hermine Braunsteiner wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.